Wann hat es das je beim Fechten gegeben? Vier thailändische Fahnen bei der Siegerehrung in einem internationalen Wettbewerb. Gold, Silber und zweimal Bronze für vier Säbeljuniorinnen aus Thailand. Einziger Schönheitsfehler: zu den 14 Thailänderinnen beim Junioren-Weltcup in Bangkok gesellten sich nur eine Deutsche und drei Mädels aus Singapur. Zu wenig, wie der ägyptische Turnierbeobachter anmerkte, um Weltcup-Punkte zu vergeben. Schönheit alleine genügt eben nicht. Nach Afrika und Südamerika nur noch Asien, ohne Interesse an einem FIE-Wettbewerb. Da können sich Trainer noch so sehr engagieren, wenn bei den Offiziellen die Solidarität fehlt. Und so hatte Thai-Trainer Somkit Pongyu leichtes Spiel, vier Mädchen unter den letzten acht zu platzieren. Mehr noch, Bokeo schaffte es ins Halbfinale ebenso wie Sriu Alnat. Beide Male hatten Mädels aus Singapur das Nachsehen. Das Halbfinale war dann eine rein thailändische Angelegenheit. Sogar der Generalsekretär der AFAD registrierte, dass auch Ngerung Ruangrot und Manunia um Medaillen mitfochten. Beide Pongyu-Schützlinge kämpften schließlich um Gold und Silber mit dem besseren Ende für Manunia. Naja, vielleicht hört man nach 10 Jahren ja mal bei der AFAD auf den Thai mit der deutschen Trainerlizenz.